Heute werde ich einmal in die Geschichte Preußens und Deutschlands eintauchen. Die Festung Küstrin entstand in den Jahren 1537 bis 1568 unter der Herrschaft der Hohenzollern. Die Festung war ein Meisterstück der militärischen Verteidigungsanlagen des damaligen Europas des 16. Jahrhunderts. Die Geschichte zeigte der Stadt Küstrin keine Gnade. Der schreckliche Krieg hat die fast tausendjährige Stadt seiner Vergangenheit völlig beraubt. Die Altstadt mit dem Schloss, dem Rathaus, die Pfarrkirche und dem Marktplatz besaß ihren einzigartigen Reiz. Aber infolge der Ereignisse der letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges und die damit verbundene totale Zerstörung gaben den Ort den Todesstoß. Heute sind nur noch die aufgeräumten Ruinen und das historische Straßennetz zu erkennen. So sah es einmal in Küstrin aus. Und so heute. Hier stand einmal eine Kirche. So sah der Ort damals aus. Das Schloss, das einmal so aussah, sollte eine tragische Rolle spielen. Es wurde der Schicksalsort für den Kronprinzen, den späteren alten Fritz. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch wurde Friedrich auf Befehl seines Vaters, Friedrich Wilhelm I., ins Küstriner Schloss gebracht, um die Hinrichtung seines Freundes Katte beizuwohnen. Ich habe die Order, den Oberst Fritz zu veranlassen, ans Fenster zu treten. Was tut ihr? Ihr wollt ihn auch nicht etwa umbringen? Ihr wollt ihn auch nicht etwa umbringen? Er ist unschuldig. Ihr ermordet einen Unschuldigen! Ich will ja alles tun, was man verlangt. Ich will auf die Krone verzichten, auf mein eigenes Leben. Aber Gnade für Katze! Zu spät. Was geschieht, geschieht auf Befehl des Königs. Ich bin schuld an deinem Tode! Ich bin dein Mörder! Vergib mir, Katze! Ich habe ihn nicht zu vergeben, mein Prinz. Wenn ich 1000 Leben hätte, ich würde sie mit Freuden für sie opfern.
Durch das Berliner Tor fuhr sogar eine Straßenbahn. Die Berliner Straße, einst und jetzt. In einem kleinen Museum kann man die Geschichte Küstrins nacherleben. Jahrhundertlang bot die Festung immer Schutz vor neuen zerstörenden Kriegen. Sie zeigte den 30-jährigen und den 7-jährigen Krieg erfolgreich die Stirn. Sogar die napoleonischen Kriege überstand die Festung. Den Zweiten Weltkrieg hat die Festung nicht standgehalten. Gegenstände, die man in den zerstörten Häusern fand, sind hier zu sehen. Jetzt habe ich aber genug von so viel Grausamkeiten.
Ich will noch zwei Orte, die sich in der Nähe von Küstrin befinden, besuchen. Mal sehen, ob ich die Orte vom Turm aus schon entdecken kann. Die Orte kann ich nicht entdecken. Dafür habe ich aber einen wunderbaren Überblick auf den Landschaftspark Watemündung. In Tamsel steht ein Barockschloss aus dem 17. Jahrhundert mit einer Kirche vom 19. Jahrhundert. Der Schlosspark mit seinem alten Baumbestand ist ziemlich verwahrlost. Leider ist die Kirche verschlossen. Die Nebengebäude der Gutsanlage sind nur noch Ruinen. In Sonneburg fällt einem sofort die viel zu große gotische Kirche auf. Die Schlossruine gehörte einst dem Johanniterorden. Hier wurde das erste Konzentrationslager Europas eingerichtet.
Für heute habe ich genug von der Geschichte.